bildet einfach eine Reihe, okay? Wenn ihr in Zukunft in der Cafeteria einkaufen wollt, müsst ihr vorher bei mir Essensmarken kaufen. Die sind so unschädlich. Ja, ja, ja. Und damit das Ganze für euch lohnt, kriegt ihr dann 10 Essensmarken, ja 50 Cent kauft, eine geschenkt. Das heißt, 5 Euro bezahlen und 5 Euro 50 einkaufen. Und am besten habt ihr das Geld passend dabei als Schein, dann geht's schneller. Und jetzt einfach eine Reihe bilden, dann geht's los. Deine Mama. Ist auf die Können wir einen 20er wechseln von euch? Nee, sorry. Du vielleicht? Nein, ich hätte 2 5er. Den Rest kann ich dir in Münzen geben. Lass mal, ich finde nicht so viel Kleingeld. Hast du noch einen 5er? Ja, aber den brauche ich selber. Hat jemand noch einen 10er? Könnt ihr zwei mal bitte ganz kurz den Rand halten? Danke. Du hast doch 5er im Portemonnaie, oder? Nein. Darf ich mal sehen? Nein. Gib das wieder her. Gib das wieder her, dann ist das meins. Kannst du lesen? Da steht Dieb. Diese 4 Scheine wurden heute aus der Cafeteria-Kasse geklaut. Wir hatten jemanden untergejubelt. Wirklich. Ach ja, und wer? Der Weihnachtsmann? So, jetzt Ruhe alle. Auf einen Schein gibt's keine Lynchjustiz. Kathi wird sich vor unserem Schülergericht verantworten müssen. Das ist